Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Grünen möchte ich zuerst unserer Freude Ausdruck geben über die Antwort auf Frage 2. Und die Freude ist natürlich umso größer, als diese Haltung offensichtlich auch von der SVP geteilt wird. Nämlich, dass die Befürchtung, dass die Ausländer mit einem EU-Pass, die in der Schweiz leben, ihre wohlerworbenen Rechte verlieren könnten, dass diese Befürchtung nicht gerechtfertigt ist. Ich finde das eine wichtige Nachricht, eine zentrale Nachricht an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ohne Schweizer Pass, um das mal so zu formulieren. Zum Zweiten haben wir uns gefreut über die Antwort auf unsere Frage 3. Ja, die flankierenden Maßnahmen, da sind wir mit dem Bundesrat einig, die sind nicht nur weiterhin wichtig, sondern sie sind wichtiger als zuvor. Und im Gegensatz zum Bundesrat finden wir, man muss nicht nur die bestehenden Maßnahmen überprüfen und vertiefen, sondern der Bundesrat hat jetzt wirklich die Hausaufgaben, auch die Ausdehnung auf andere Bereiche ernst zu nehmen. Im Januar hat man angekündigt, auch im Bereich des Wohnungswesens Maßnahmen zu prüfen. Der Bundesrat ist gut beraten, wenn er nicht nur prüft, sondern dann auch zur Umsetzung vorschlägt. Zur Frage 4. Ich glaube, beim Steuerdumping, da müssen wir die ganze Geschichte schon noch etwas ernster nehmen. Es ist ein Club, der nicht unbedingt ein linkes oder grünes Geschmäckli hat, Avenir Suisse, die gesagt haben, hier gibt es ein großes Potenzial auf eine nicht diskriminierende Art und Weise einer falschen Wirtschaftswachstumspolitik einen Riegel zu schieben. Wir Grünen glauben, dass nicht alle, die Ja gestimmt haben, am 9. Februar einfach Fremdenfeinde sind. Wir Grünen glauben, dass es eine Debatte braucht in diesem Land darüber, welches Wirtschaftswachstum wirklich auch zu mehr Wohlstand beiträgt und wie dieser Wohlstand in diesem Land verteilt wird unter denjenigen, die ihn mit erarbeitet haben. Ebenfalls froh sind wir, dass zumindest im Forschungsbereich die bereits begonnenen Programme offenbar ohne Probleme fortgesetzt werden können, dass die Übergangslösungen bei Erasmus und Horizon vor allem einfach kosten werden. Das zeigt eine typisch schweizerische Art von Problemlösungen. If you have a problem, throw money at it. Ich denke nicht, dass das die Lösung ist für die Zukunft. Und damit komme ich zur Zukunft. Und damit komme ich zur Frage 1. Und damit komme ich zur Frage, wie stellen wir uns in diese schwierigen Verhandlungen auf? Der Bundesrat hat eine schwierige Aufgabe. Aber es gibt dort jetzt auch zwei Linien. Es gibt eine Linie, die sagt, wir wollen versuchen, möglichst konstruktiv eine Lösung zu finden. Es gibt aber eine andere Linie, die sich nun offenbar durchgesetzt hat. Und das ist die, ich würde jetzt auf Französisch sagen, die Politique du pire. Eine Politik, die versucht, möglichst buchstabengetreu das umzusetzen, mit dem Ziel, die Verhandlungen an die Wand zu fahren und dann am Schluss zum Volk zu kommen und zu sagen, leider hat es nicht gereicht, wir müssen eine neue Abstimmung machen. Ich glaube, es ist durchaus, auch wenn man sehr ernsthaft verhandelt, wahrscheinlich möglich, dass wir an diese Situation kommen. Aber ich meine auch, wir haben die Aufgabe, der Bundesrat und dann auch wir bei der Umsetzungsgesetzgebung, wir haben die Aufgabe, eine gute Lösung zu versuchen. Diese Kehrtwende im Dossier Kroatien war eben eine Kehrtwende in die falsche Richtung. Noch zwei Tage nach der Abstimmung hat der Bundespräsident gesagt, er sehe, dass das möglich sei. Und es ist ja materiell auch möglich, weil über die nächsten Jahre Kontingente vereinbart sind. Und dann wird man schauen müssen für sämtliche Verträge, ob man eine Lösung findet mit der EU oder nicht. In dem Sinne, glaube ich, spricht es nicht gegen den Volkswillen. Und deshalb fordern wir Grünen auch, diesen Prozess wieder in Gang zu setzen, der Ratifikation mit Kroatien, in der Hoffnung, damit
eine Basis zu schaffen des Vertrauens, der Zusammenarbeit, indem wir ein klares Signal senden an die EU. Wir haben eine schwierige Situation, wir wollen sie gemeinsam mit euch lösen und wir sind uns bewusst, dass kein einzelnes Land in der EU diskriminiert werden kann. Das Wort für die CVP-Fraktion, für Ihre